Herr Roos, das Spiel war sicherlich weit unter dem, was Sie sich heute vorgenommen haben. Sie haben deutliche Worte gefunden in der PK. Ja, mit Sicherheit. Das ist nicht das, was wir uns vorgestellt haben. Wir wollten von Anfang an aggressiv sein. Wir wollten uns Chance erarbeiten. Das haben wir in der ersten Halbzeit einigermaßen geschafft. Nach dem 1-0 von KSC war eine oder andere Chance da, wo wir vielleicht das 1-1 gemacht hätten oder vielleicht sogar in Führung gehen können. Und über die zweite Halbzeit haben wir uns überhaupt nicht zu unterhalten. Es war einfach viel zu wenig. Wir sind erfahren genug, auch wenn KSC 3-4-0 dann führt. Uns ein bisschen zurückzuziehen, dass man die Räume hinmacht, dass man die Hütte voll kriegt. Aber genau das Gleiche haben wir jetzt geschafft, die Hütte voll zu kriegen. Es war im Großen und Ganzen ganz, ganz schlecht von unserer Seite. Generell ist der Endspurt, den Sie sich vorgenommen haben, Platz 3 war ja wenigstens als Trostpreis angepeilt. Und die Rückrunde generell, vor dem Spieltag waren Sie auf Platz 14, was die Rückrunde anging, weit unter den Erwartungen. Woran lag's? Ja, woran lag's? Es ist nicht einfach, nachdem bekannt geworden ist, dass mein Vertrag nicht verlängert wird. Es ist ganz, ganz schwierig, die Spannung hochzuhalten. Das habe ich dann vielleicht drei, vier Wochen noch geschafft. Jetzt lassen Sie sich alle hängen. Jetzt sind nur noch zwei Spiele. Die müssen wir dann durchziehen und dann soll der neue Trainer kommen und alles besser machen. Wie werden Sie versuchen, was werden Sie jetzt versuchen, in den letzten beiden Spieltagen noch zu machen? Ja, wir müssen versuchen, einfach die zwei Spiele, die auch nicht einfach sind, Freiburg daheim und Reutlingen, wir müssen sie versuchen zu gewinnen. Ob es uns gelingt, kann ich jetzt im Moment nicht wissen. Wir werden an einiger Sache dann reden nächste Woche, weil so eine Leistung brauchen wir überhaupt nicht mehr zu zeigen. Weiß man schon mehr über Ihre Zukunft? Nein, im Moment nicht. Ich bin für alle Gespräche offen und da müssen wir schauen. Letzte Frage. Ich habe eine spiegelverkehrte Frage dem Herr Sartori gestellt. Beim KSC 2 wird eine Trainerstelle frei. Ist das etwas, was für Sie in Frage kommt? KSC ist immer eine gute Adresse, aber ich habe verstanden, dass KSC 2 einen Trainer schon hat. Von daher kommt überhaupt nichts in Frage. Details können Sie nicht verraten? Details kann ich nicht verraten. Ja, wir müssen jetzt einfach abwarten und mal schauen, was Gutes dabei rausspringt. Herr Roos, ich danke Ihnen vielmals für das Interview und wünsche Ihnen viel Erfolg und alles Gute für die Zukunft. Dankeschön.